Hey und willkommen zurück zu Minecraft Let's Quest. So. Sorry, was mir bei der letzten Folge zum Schluss passiert ist. Keine Ahnung, irgendwie hat da die Aufnahme nur noch so ein. Warte, bis wohin habe ich noch mit Aufnahme? Ich habe noch mit. In der letzten Folge bis. Also eigentlich habe ich, glaube ich, nicht viel gemacht, nur hier unten das. Sah so schön aus. Immer das schlechte Wetter, hä? Schon sind wir alle geblendet. So. Ein Creeper, was sagt der hier? Ja, keiner da. Warum die ganzen NPCs immer alles ausmachen? So. Ja, genau. Wir fangen jetzt hier an bei der Bude mit den NPCs. Und ich denke, dass wir hier oben mit dem Chef anfangen. Das ist ein schöner Name. Erinnert mich so ans Russische. Vielleicht ein russischer Mafiosi. Russischer Mafiosi braucht auf jeden Fall. Ich tippe mal das falsch an. Einen. Naja. Etwas breiteren Körperbau, wie die Russen halt so sind. Übertreiben wir mal ein bisschen, mal gucken, wie es aussieht. So, sieht gar nicht so schlecht aus. Dann geht man den halt bei Größe 6. Suchen uns jetzt eine Textur aus für den guten Jungen. Eindeutig nicht. Ne, die sind neu, glaube ich. Der passt auch nicht. Nein, nein, nein. Ja, ich glaube, ich nehme den. Besser wird's nicht. So, Familienname.
weiß nicht, ob ich das richtig geschrieben habe. Falcon. Ich werde das nochmal überprüfen, Herr Bogenmann. So, dann lassen wir hier und tun ihn mal. Passt ja. So. Reicher, fetter Kerl, Inventar. Goldklumpen, wo sind die ganzen Goldklumpen? Hier. Vielleicht auch 2 Silber. Vielleicht auch 3, man muss jetzt einen Händler mal bezahlen. So, wenn du den platt machst, bekommst du gleich auch mindestens 12 bis 24 bis 30 XP. Ich nehme ein Goldblümchen in die Hand. So. Ja, und wenn er stirbt, dann verliert er ein bisschen Gold. Silber oder ein bisschen mehr Silber oder vielleicht richtig viel Gold. So. Was kann der große Mafioso-Boss noch so gebrauchen? Der hat hier drüben eine Wurfwaffe. So. Oder nee, besser. Wir geben ihm diese Waffe. Und tun Kugeln rein. Dann kann er theoretisch auf ein Feuer. So. Jetzt noch ein bisschen Schutzbekleidung. Sieht interessant aus. Ich glaube, das lasse ich sogar so. Noch was hier zu machen. Ja. Na, hier seine Gesundheit stellen wir noch auf 60. Hallo. Jetzt. So. Gut. Hätten wir den fertig. Machen wir mal noch einen Handlanger. Super. Text. Passende Textur für den alten Sack. Ah, das passt eigentlich. So.
Der Kerl bekommt auch eine 6 auf der Größe. Auffall. Dann bekommt er eine Bewegung. Um 10. Und der bekommt 90 Leben. So. Der bekommt auch eine Waffe. Das wäre... Okay, wo sind die Waffen jetzt hin? Ah, hier. So. Den kommt man 10 bis 15 XP. Hat auch ein bisschen Geld in der Hand. Und wenn er stirbt, dann wird es ein paar von denen oder so. Gut. Ja, das reicht schon. Körperbau noch ein bisschen. Das. Dann machen wir hier unten noch so einen Seitenleuchter. Kommt auch so. So der Falkonenfamilie tun wir den auch. Und setzen auch gleich einen Zacken größer. Suchen wir den eine passende Textur. Sieht aus wie ein Muskelpaket, genauso soll er aussehen. Das ist, was ich denke. Hm.
So, Inventar fehlt noch. Kommt natürlich auch eine Knarre. Und die passende Schutzkleidung. Den Blatt macht bekommt 12 bis 15, machen wir mal 10. So, jetzt muss eine Stärke 40 und Glück lässt ein bisschen Eisen droppen. So. Warum ist er jetzt da oben? Ey, das war nicht so gedacht. Komm da runter. Mensch. Ich muss meine Einrichtung nicht kaputt machen. Weißt du, wie viel Arbeit das war, du Sack? So ein Sack. Ah, da soll das Schild bleibt stehen. Jetzt. Da hängt aber immer noch eine Decke. Was ist das hier für ein Bug? Hä? Warum fliegt der? Hat das was hier mit zu tun? Immer diese Rätsel und so. Okay, das war's nicht. Bilderrahmen, Bilderrahmen, Bilderrahmen. Nur bei dem muss ich noch das freundliche Grüßen ausmachen. So. Gut. Haben wir das geschafft? Und damit hat diese Folge mit langer Überlänge endlich Ende. Also tschüssi, bis zum nächsten Mal. Das war es schon wieder vom Minecraft Let's Quest. Schön wär's, wenn ihr mir ein Däumchen geben könntet nach oben. Also wenn euch das Video gefallen hat, aber wenn nicht, dann halt einen Daumen nach unten, aber ich mag die Daumen nach oben. Richtig cool wäre auch noch, wenn ihr so freundlich wärt und noch mehr Videos auf meinem Kanal anguckt, wie zum Beispiel eins meiner Tutorials, die ihr jetzt oben links sehen könnt, auch verlinkt. Und oben rechts könnt ihr jetzt auch noch meine Cubeworld Let's Play sehen. Unten sind auch die Pfeile für die vorhergehenden und nachhergehenden Folgen von Minecraft Let's Quest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.